Willkommen zurück, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um eine, wie ich finde, gar nicht so leichte Prüfungsfrage, nämlich nennen Sie Formen der menschlichen Arbeit oder welche Formen der menschlichen Arbeit kennen Sie? Und ich gebe mal eine Struktur vor, innerhalb derer man operieren kann. Und diese Struktur ergibt sich im Prinzip aus der Perspektive. Und die erste Perspektive ist relativ naheliegend und darauf kann man auch noch kommen, wenn diese Frage auftaucht, nämlich die Unterscheidung in Handarbeit, wahrscheinlich die ersten Formen menschlicher Arbeit, wenn wir bis in die Steinzeit zurückgehen, und Kopfarbeit. Und da kommen wir aber nicht besonders viel weiter. Wir können vielleicht noch von der Kopfarbeit eine Brücke schlagen. Ich komme gleich darauf nochmal zurück. Aber jetzt brauchen wir eine neue Perspektive, nämlich die strukturelle Einordnung. Und damit ist gemeint die Unterscheidung in Selbstständige und unselbstständige Arbeit. Das ist die strukturelle Einordnung. Man kann auch vielleicht sagen, die gesetzliche oder rechtliche Perspektive. Und die dritte Form oder die dritte Unterscheidungsform ist die Unterscheidung in planerische oder vielleicht auch im Sinne von leitende und ausführende Arbeit. Ja, und da können wir uns gedanklich eine Brücke schlagen, denn die Kopfarbeit kann sein planerische, leitende Arbeit und die Handarbeit kann dann sein ausführende Arbeit. Also da ist derjenige, der plant wie so eine Pyramide, wenn wir uns jetzt mal da die alten Ägypter vorstellen und uns vorstellen, dass es wirklich so war, was wir ja gar nicht genau wissen, aber nehmen wir mal an, da war ein Planer, der hat die Leitung übernommen, planerisch gearbeitet und viele, viele Hunderte, Tausende von Arbeitern haben in Handarbeit dann diese Pläne ausgeführt. Ja, so könnte man sich hier zumindest eine Brücke schlagen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.